Die App Clubhouse sorgt seit dem Wochenende für große Aufregung auf Social Media. Die Sprachkonferenz-App aus den USA gibt es bereits seit März 2020. Bislang kann man aber nur als Apple-User und mit einer exklusiven Einladung beitreten. Umweltaktivistin Luisa Neubauer nutzt die Plattform bereits und bietet Klimatalks an. Jetzt aber kurz, falls ihr bei Clubhouse seid, um 19 Uhr gibt es da Klimatalk mit Fridays for Future. Kommt dazu, swipe up. Auch Fußballer Mats Hummels oder Content-Creatorin Kamuschka sind der App schon beigetreten. Bloggerin Xenia Adons ist noch kein Fan. Ihr Freund hat ihren Account trotzdem erstellt, um den Live-Podcast zu lauschen. Was es mit Clubhouse auf sich hat, wie wertvoll die App ist und ob sie in Zukunft zu unseren täglichen Apps dazugehört, haben uns Manager Kevin Thewe und Influencerin Diana zu Löwen exklusiv erzählt. Ja, der Hype Clubhouse ist auf jeden Fall real und ist da. Ich benutze es täglich in den Abendstunden, natürlich nicht während der Arbeit oder auch während ich bei der Familie bin, aber abends, wenn alle im Bett sind. Und es macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, es trifft gerade jetzt den Zahn der Zeit, ob es nach der Pandemie oder wenn alles wieder ein bisschen normal wird, noch am Start ist, wage ich zu bezweifeln. Aber genau jetzt füllt es halt genau den Need. Wir treffen uns nicht mehr, wir kommen nicht mehr einfach auf Ideen in lockerem Zusammenkommen. Und dafür ist Clubhouse jetzt halt einfach perfekt. Ich treffe die Leute, die ich sonst halt auf Aftershows getroffen habe oder bei Events, halt auf Clubhouse ungezwungen. Und dann, wenn man jemanden anruft, dann hat man immer einen Grund oder einen Zoom-Call, dann muss man mal effizient irgendwas machen, aber man redet nicht einfach im Smalltalk und deswegen ist Clubhouse einfach mega perfekt gerade. Also mich hat die App Clubhouse schon in ihren Bann gezogen, was ich auch ein bisschen bedenklich finde, weil es eben noch eine weitere Plattform ist, die man als Creator auch bedienen kann, vielleicht auch sollte und die eben wirklich total inspirierend sein kann. Also ich hatte jetzt schon übers Wochenende ganz viele spannende Gespräche mit Leuten, mit denen ich vielleicht so jetzt einfach nicht mal in Kontakt gekommen wäre. Und das finde ich wirklich eine ganz tolle Möglichkeit. Man hat eben die Option, über Business-Themen zu sprechen, aber man kann auch über alles andere reden. Was natürlich sehr stark diskutiert wird gerade, ist auch, dass die Plattform nicht für Gehörlose geeignet ist und dass natürlich eben nicht jeder so leicht reinkommt und das stößt vielen negativ auf. Aber ich glaube, das ist eher so eine Frage der Zeit, dass bald eben immer mehr Menschen auch Zugang bekommen und auch Plattformen wie Instagram schließen ja auch nicht jeden ein. Also Instagram ist ja zum Beispiel auch eher sehr schwierig, wenn man eben nicht sehen kann. Und ich glaube, das wird sich alles noch in den nächsten Monaten vielleicht ein bisschen optimieren.